Schön, schnell und schwarz ist auch dieses Auto. Ein Jaguar E-Type, den Ehemann Markus gerade für die neue Saison vorbereitet. Das Auto kommt aus den USA. Das ist Anfang der 2000er Jahre hier rübergeholt worden. Und ich habe das Fahrzeug dann vor etwas mehr als 2 Jahren übernommen. So in dem Zustand auch. Und nach und nach, wie das immer so mein Anspruch ist, überhole ich die Technik und versuche den halt eben dann auch so hinzukriegen, dass er zuverlässig laufen kann. Und dass man auch mal größere Strecken damit fahren kann und dass er auch alltagstauglich ist. Leider ist der Schönling aus Coventry im Moment etwas antriebslos. Schrauberglück und Schrauberpech liegen eben dicht beieinander. Der Originalmotor, der dazugehört, da sind mir leider beim Stehbolzen raus den Drehen 2 Bolzen abgerissen. Und der steht jetzt bei meinem Motorenbauer. So, der versucht das jetzt auszubohren. Ich habe mir dann in der Zwischenzeit hier einen Ersatzmotor besorgt. Und zwar aus einem XJ6 Serie 1. Die sind natürlich idealerweise baugleiche Motore. Das heißt, der kommt jetzt erstmal rein. Da mache ich auch nicht viel, aber man sieht, dass das hier das alles noch ein bisschen verrostet ist, so ein bisschen schmutzig. Läuft aber. Und der kommt jetzt erstmal rein, damit ich wenigstens die Saison fahren kann. Und der andere wird dann in Ruhe fertig gemacht, die abgerissenen Bolzenstücke da rausgeholt. Und dann werde ich den komplett neu aufbauen. Noch heute ist der E-Type ein echter Hingucker. Genau wie bei seiner Premiere im Jahr 1961. Rund 13 Jahre wurde die Raubkatze gebaut und durchlief dabei mehrere Verwandlungen. Eines aber blieb immer gleich: die aufregende Form. Die Gerüchten nach nicht im Windkanal, sondern nur der Zeichenfeder von Konstrukteur Malcolm Sayer zu verdanken war. Die Motoren stammten von Rennsporttriebwerken ab und sorgten für ordentlich Vortrieb. Selbst ein nüchterner Schrauber wie Markus kann sich den klassischen Formen des Jaguars nicht verschließen. Also es ist auf jeden Fall ein ästhetisches Objekt für mich, besonders aufgrund der Form. Schwarz mit der dunkelroten Ausstattung ist natürlich auch eine wunderschöne Kombination. Von daher steht da natürlich neben der Technik auch die Ästhetik von diesem Fahrzeug schon sehr stark im Vordergrund. Das schwarze Exemplar ist eines der zweiten Serie. Sie ist innen etwas geräumiger. Die Vorgängervariante wäre für den baumlangen Markus schlicht zu klein gewesen. Höchste Zeit, die Katze demnächst wieder auf die Straße zu bringen. Einer von 3 Morris Minor in der Garage von Andrea und Markus ist dieses Cabrio von 1967. Für Andrea war der Morris der Einstieg in die Oldie-Welt. Ich habe nie daran nachgeguckt, ist es ein sportliches Auto, sondern ein knuffiges Auto. Und da hat mein Mann mir auch sehr geholfen, weil ich wusste gar nicht so ganz zu Beginn, was ich erst haben wollte. Ich wusste nur eins, der Markus, der hat was und ich will nicht nur mitfahren. Ich will kein Beifahrer sein, ich will auch selber fahren. Und so sind wir dann irgendwann auf den Morris gekommen und dann hat es einfach gefunkt. Das englische Gegenstück zum VW Käfer wurde sage und schreibe von 1948 bis 1971 produziert. Dieses Auto, ich sag mal, ist wie alle Morris pflegeleicht. Wir machen viel. Also ich gucke immer vor einer längeren Tour Öl und Kühlwasser und kriege auch nur gutes Kühlwasser, also kein Leitungswasser rein. Aber an sich sind die einfach. Ich meine, man hört ja, wenn was nicht in Ordnung ist oder ich merke, wenn was nicht in Ordnung ist und dann gucke ich nach und dann entscheidet man. Aber das ist ein robustes Auto. Der Entwickler des Morris, Alec Isigonis, erschuf später den klassischen Mini, war aber nur auf ein Fahrzeug wirklich stolz, den Minor. Kein Wunder, denn der Wagen bietet rustikalen Komfort und ebenso jede Menge Fahrspaß. Ja, dieses Auto hat 35 PS, von allen Autos das meiste an PS, was ich so habe. Und man kann auch wirklich sportlich mit ihr fahren. Man kann auch schön im Kreisel driften und sich gut in eine Kurve schmeißen. Kann ein bisschen Gas geben, gut beschleunigen. Also der beschleunigt von allen auch. Für mich ist es sportlich fahren. Das ist jetzt nicht Rallyen fahren, aber sportlich genug und das macht Spaß.
Andrea liebt ihre Morrie-Maus heiß und innig. Der kernige Sound und der flotte Antrieb des kleinen britischen Leichtgewichts scheinen ihr Recht zu geben. Die 52-Jährige ist überzeugt, mehr Auto braucht kein Mensch. Ich finde den genauso richtig. 1098 Kubik ist meine Zahl. Ich brauche nicht mehr. Ich kann mal ordentlich Gas geben, ordentlich in meinem Ermessen und das reicht. Ich brauche kein schnelleres Auto. Ich will auch gar kein schnelleres Auto. Der Morris steht gut da und wird auch stets gut gewartet. Und ich kann das alles machen, weil hier reichen meine körperlichen Kräfte auch aus. Also klar, manchmal brauche ich dann halt auch meinen Mann, aber das meiste kann ich hier wirklich auch alleine schaffen. Da muss man eben nicht so super stark sein. Die schrauberfreundliche britische Technik hilft dabei enorm. Und die erstklassige Ersatzteilversorgung auch. So ist es kein Wunder, dass Andrea Schröder sich jedes Mal neu über das antike Gefährt freuen kann. Dem Moment, wenn ich in dein Auto einsteige, aus der Garage rausfahre, bin ich immer happy. Ich bin immer glücklich und denke, oh, ist das ein schönes Auto, und freue mich wie am ersten Tag, dass ich das Glück habe, so ein Auto zu besitzen. So ein Auto muss man ja ein bisschen mehr kurbeln, man muss ein bisschen mehr Körpereinsatz mitbringen. Aber das kann ich alles noch, es ist einfach pures Glück. Ich möchte auch, dass andere Leute nicht immer so Angst haben vor so alten Autos. Es könnten viel mehr machen in ihrer Freizeit, wenn sie sich einfach nur mit dem Thema beschäftigen. Wenn man dann sowas wie mich sieht und man weiß dann, Mensch, die kann auch schrauben und die kann nicht nur einfach da daher sitzen und daher fahren, dann kann ich das doch vielleicht auch. Der Morris Minor schließlich ist das Brot- und Butterauto mit Spaßgarantie. 35 PS und über den Insassen nur der Himmel. Weniger ist manchmal eben mehr.